Hallo Leute zu einem neuen OBM Tutorial und lest diesen verdammten Titel, wenn ihr nicht wisst, worum es geht. Und für die nicht lesen können, werde ich es euch jetzt sagen. Und zwar werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr eure Karriere hier, euer Trainerlevel aufpusht. Ich bin Trainer Level 7, noch nicht wirklich hoch, aber ihr seht gerade schon hier 5 von, keine Ahnung was jetzt. Mal eben, was ich noch so brauche eben. Ich habe gerade was gesehen, 7 von 8. Wollte mich hier nicht verarschen. Wo bist du, 7 von 8? Ist das nicht schön, wie ich mich vorbereitet habe? Das Spieldreher, da kann ich nicht mit einschreiten. Es gibt manche, da kann man nicht einschreiten, okay. Testspiel Rang 0, okay. Und ich muss jetzt ein Testspiel durchführen. Ganz einfach. Könnt ihr jetzt euer Team nehmen und ein Testspiel machen. Zeige ich euch jetzt. Und das ist jetzt eigentlich eine der einfachen Aufgaben, ein Testspiel zu machen. Ich zeige euch gleich noch, wie man die anderen Aufgaben alle macht. Ich gehe mal eben rein. Ist jetzt egal, ob ihr das seht oder nicht. Ich guck mal eben, ob das jetzt mein gutes Team ist. Ist jetzt egal, dass ihr meinen Benutzernamen seht. Hackt euch halt rein, ist nicht mein Problem. Wenn ihr es überhaupt schafft und genau das war es nicht gewesen. Ach nee, okay, ich weiß schon. OBM Gamer 2. Ich bin auch schon dumm. So, jetzt muss das gehen. Okay. Und zwar ist jetzt mein Testspiel. Bla bla bla, also mein Testspielgegner. Sollte es auf jeden Fall sein. Ja, Testgegner, Testmanager. Ja. Ich guck mal eben in der Karriere, was hier abgeht. Okay, ich bin schon auch schon Stufe 1. Okay. Ich weiß Bescheid, wie der Name war. Ich schneide mal eben und dann bereite ich schon mal alles vor. Bis gleich. So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Hier ist die Testspielanfrage von mir. Und wenn ich die jetzt annehme, ich gucke, ob ich es gewonnen habe, werde ich zwar, aber naja. Und nicht da. 2-0 nur. Oder? Ja, 2-0 leider. Doppeltreffer von Lewandowski. Egal, ich guck mal eben, ob ich jetzt die Auszeichnung bekommen habe bei meinem anderen Account. Müsste ich eigentlich. Da fehlt wahrscheinlich auch ein bisschen mit einem Labor. Ein etwas längerer Tutorial. Bundesliga Manager. Weil danach kommt mir noch was. So. Und da, Testspiel, da haben wir jetzt den Rang bekommen. Man kann natürlich zu fast jedem Achievement, kann man sagen, gibt es eine Möglichkeit, das zu pushen. Ja, außer ja, hier kannst du halt selber muss ich die Kicks kaufen, mache ich aber nicht. Für Live-Spielerrungenschaften wird die Anzahl von dir gespielt live. Hier kannst du Live-Matches darüber machen lassen. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll jetzt. Zuschauermagnet. Ja, volle Hütte.
Ich kann auch nichts für dich machen, außer mit Kollegen halt deinen Kollegen sagen oder euren Kollegen sagen, dass halt, dass sie reingehen sollen, damit ihr die Errungenschaft bekommt. Abräume. Live-Match-Rankings, ja, das kann man nur schaffen, wenn man später dazu kommt, also wenn man schon lange spielt. Und Siegesserie, Live-Matches, das bei dir auch noch machen. Dann mache ich aber alles noch, also zeige ich euch jetzt. Also Siegesserie, Live-Matches, ihr macht einfach ja, neue Accounts und dann macht ihr einfach Live-Matches. Aber immer nur immer einen, also so, dass ihr 10 Live-Matches immer macht und alle gewinnt. Weil ich glaube nicht, dass ihr verliert gegen diese schlechten Teams. Dann Abräumer ist klar. Geht auch so. Volle Hütte. Ja, Zuschauer halt kriegen, genau wie das. Live-Spieler macht ja auch ja Chicken, also naja, kann man machen und Chicken immer. Kapitalist muss ja die Gigs kaufen, macht ja aber am besten nicht. Spieldreher, man muss ja ein Spiel von einem Rückstand wieder gewinnen. Pokalsieger, da müsst ihr den Pokal anfangen und dann den Pokal gewinnen. Macht ihr halt einen Pokal und dann erstellt ihr euch jede Menge Accounts und geht dann mit den Accounts rein. Macht die Accounts natürlich wieder so schlecht wie möglich. Mit Turnier macht ihr genau das gleiche mit Turnier. Dann zu denen, die ich hier schon hier habe, da wird es ein bisschen leichter. Hier habe ich auch die Ligen immer gewonnen, habe immer schlechte in meine Liga reingemacht. Ausdauertrainer, halt immer trainieren, 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 oder? Ja. Dann die Null bestehen, macht ihr halt wieder Turnier, Turnier, Turnier. Versucht ihr es halt. Noch nicht so wirklich geklappt alles. Heimmacht macht ihr halt auch wieder Turnier. Und dann gewinnt ihr immer die Heimspiele. Auswärts stark, genau das gleiche. Turnierdirektor. Natürlich müsst ihr die Turniere auch immer alle 5 Minuten Spiel machen. Heiser macht halt Turniere. Schützenfest. Was soll ich dazu sagen? Einfach immer nur Turniere, also Liga, viele Tore schießen. Macht ihr halt in dem Fall, in dem ihr. Also die schießt. Also ich kann euch gleich mal zeigen, wie die bei mir die Turniere, wie viele Tore ich da gemacht habe. Entschuldigung, wenn ich gerade stotter. Unterzahl Siege war nur Glück gewesen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Der Ball ist mein. Auch Turniere machen, Turniere ohne Ende, genau wie bei Eisenfuß. Fairnesspreis, ebenfalls Turnier machen und dann immer. Also, man kann nicht viel dazu sagen. Dann hier Seriensieger, kann man sich schon denken. Auch wieder Turnier machen natürlich und Testspiel, habe ich euch gerade gesagt. Und ich zeige euch jetzt mal eben, wie viel ich immer bei meinen Turnieren gewonnen habe. Die Null besteht, das ist wirklich schon eine schwere Errungenschaft, weil ich irgendwie immer ein Tor kassiere. Hier die letzten 10 Pokale. Aber es ist jetzt nicht die letzten 10 Ligen. Hier sind die ganzen Ligen, die ich schon gemacht habe. Hallo. Da habe ich 4-0 gewonnen. Ich kann euch mal zeigen. 4-1 gewonnen. Da habe ich direkt ein Gegentor kassiert. 5-0. 5-0. 4-0, 5-1, wieder ein Tor kassiert und 4-0. Und so geht es halt immer weiter. Könnt ihr auch hier sehen, Top-Spieler. Hier ist mein Verfahren erster. Es geht immer so weiter. Ich hoffe mal, ich konnte euch mit dem Tutorial helfen. Im nächsten Tutorial werde ich euch sagen, okay, es ist jetzt keine Kunst mehr. Was willst du jetzt eigentlich auf, wenn die Club-Vitrine auffüllt? Habe ich nämlich auch so gemacht. Habe jetzt halt die ganzen Pokale bekommen wegen diesen Liegen hier. Ist natürlich klar. Ich hoffe mal, ich konnte euch mit dem Tutorial helfen. Ich verabschiede mich dann mal. Bis dann und ciao, euer OBM Gamer. Ciao.